Hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Pokémon Showdown Part. Wir spielen heute wieder im Overused hier und das mit einem neuen Team, nämlich um Mega Glurak X gebaut. Denn ich habe das Gefühl, Mega Glurak X wird nicht mehr so oft benutzt und da dachte ich mir, probieren wir es einfach mal wieder. Wir spielen das altbekannte Drachentanzset mit Drachenlaue, Flammenblitz und Erdbeben. Erdbeben haben wir zum Beispiel für Heat Random Sets, Drachenlaue und Flammenblitz sind die Steps unserer Wahl. Mehr kann man zu diesem Pokémon auch nicht sagen. Weil dieses Pokémon hier offensiv ist, brauchen wir natürlich immer den Tarnsteinlegion und da spielen wir zum unendlichsten Mal schon Lanrus T mit dem Beutenhelm. Physisch defensiv. Ich finde, der beste Tarnsteinleger im aktuellen OU Metagamers hier dann nimmt eigentlich Lanrus T mit. Also, warum nicht? Mit der Kehrtwende für die Switch Advantage, Erdbeben für den Stab und HPI für gegnerische Lanrus T, Cigar oder Garchomp zum Beispiel. Mehr braucht man zu diesem Set auch nicht sagen. Physisch defensiv Lanrus T, altbekannt. Jeder liebt es, jeder mag es, jeder hasst es auch. So, kommen wir zum nächsten Pokémon. Ich glaube, dieses Pokémon hat man auf meinem Kanal noch nie gesehen, nämlich Hooper Unbound. Wir spielen nicht die Wahlband-Variante, auch nicht die Wahlglas-Variante, sondern die Fightium C-Variante, also Nasty Blood. Denn man kann Hooper Unbound auch mit Nasty Blood spielen, dachte ich mir, probieren wir es. Ist auch ein spezielles Pokémon und hat auch noch gut speziell Defensive, also probieren wir es mal aus. Dark Pulse Psychic sind die Steps unserer Wahl. Focus Blast für die Stahl-Pokémon mit Z-Fighting C können wir sehr viele Pokémon sehr gut treffen. Heatran, Magiana, Skarmory, Tentantle zum Beispiel. Also, ja, eine sehr gute Wahl, denke ich. So, kommen wir zum nächsten Pokémon. Charizard war als Charizard X und Hooper Unbound sind solche Pokémon, die eher safe ins Spiel reinkommen sollen. Und da braucht man langsamere Pokémon, die Ballswechsel oder U-Turn drauf haben. Und dann dachte ich mir, probieren wir Rot zum Waschen einfach aus und gleichzeitig kann es noch auflockern, was uns ja auch helfen kann. Wir spielen es mit der Hüßpumpe, Voltwechsel für Switch Advantage, Will-O-Wisp um physische Pokémon zu verbrennen und Defog, weil wir ein Defog einfach brauchen. Ein bisschen Speed Investment noch, zum Beispiel für Victini, wenn es Weak Rate eingesetzt hat, dass wir dann schneller sind. So kommen wir zum nächsten Pokémon, nämlich Walschall Katagami. Ich habe bis jetzt eigentlich fast immer nur das Schwertanz Katagami ausprobiert und dann dachte ich mir, probieren wir mal das Walschall Katagami aus. Mit Laubklinge, Sacred Sword, Smart Strike, Knockoff. Katagami mit dem Walschall soll eher Late Game sweepen, am besten Boost abgreifen und so Late Game sweepen. Kommen wir zum letzten Pokémon, nämlich Ash Greninja. Ein Wahlglas Ash Greninja mit Hydro-Pumpe, Dark Pulse, Watch Trick und U-Turn. Hooper Unbound, Greninja, Katagami, diese drei Pokémon harmonieren wirklich sehr gut zusammen. Also, sie countern viele Checks, das müsst ihr überhaupt mal sehen. Aber Leute, wir suchen mal einen Gegner. So, der Gegner hat Potrot, Celesteela, Glurak, Kelio, Magian und Gengar. Interessant, dass der Gegner Gengar benutzt. Das ist wirklich sehr interessant. So, wir werden mit Rotom Wash liegen, denn er wird wahrscheinlich mit Potrot anfangen, die Taschen rauszuholen, da wir ja, ihr wisst schon, da wir ja Glurak haben, das vierfach effektiv von den Tarnsteinen getroffen wird. Und wir gehen einfach mal auf die Hydro-Pumpe. Potrot wird von der Hydro-Pumpe sehr tief getroffen und bekommt vielleicht schon 50% Schaden, was ich hoffe. Was sehr schön wäre und hoffentlich treffen wir auch. Das ist ja auch etwas, was wir tun sollen. Treffen. Und
der Gegner. Wir treffen Zidim mit einem Crit 67% ab. So, mit der nächsten Hydro-Wampe könnten wir das Shuckle schon besiegen. Er wächst raus in Keldeo. Okay. Wir sind... wir sind gelockt auf die Hydro-Pumpe. Das ist schon ein wenig blöd. So, die Frage ist, was tun wir? So, was sind die wichtigsten Pokémon mit... Was sind die wichtigsten Pokémon in unserem Team? Mal überlegen. Also, unser Choice Scarf Katagami ist eigentlich wichtig, würde ich schon sagen. Dann Glurak ist für das Celesteela wichtig. Für das Gengar haben wir Hooper. Greninja ist auch wichtig. Trifft eigentlich alle Pokémon außer Keldeo und Magiano mit dem Dark Pulse sehr gut. So, mal überlegen. Die Frage ist jetzt... So, die Frage ist jetzt, was tut der Gegner? Ach, er trägt sogar die Überreste, gut zu wissen. Geht auf eine Kampfattacke, Tarnkampfattacke oder auf eine Wasserattacke? Das ist die Frage hier. Keldeo ist gegen unser Team wirklich sehr gut aufgestellt. Das merke ich jetzt hier. Aber, ja, ist Rot und Morsch wichtig? Das ist ja auch wieder die Frage. Ja, Rot und Morsch ist, denke ich, sehr wichtig, weil wir brauchen die Fork für das Potron. Das müssen wir uns in Erinnerung halten. So. Was ist das wenig wichtigste Pokémon in unserem Team? Hooper. Wir gehen in Hooper. Und er geht hoffentlich auf eine Wasserattacke. Auf Callman sogar. Okay. Wir werden, denke ich, eine Attacke tanken. Und wir gehen daher auf Psychokinese. Wir tanken nicht einmal Sacred Sword. LOL. Wir gehen in Katagami. Drücken. Laubklinge. Wir sind schnell und müssen es eigentlich mit einer Laubklinge auch one-shotten. Ja, schon ein bisschen schade, muss ich sagen, dass Sacred Sword ausgereicht hat. Er geht jetzt in Keldeo, okay. Wir megen uns und... So, ich werde jetzt einmal einen Kalk wieder anwerfen, wie in den letzten Parts einfach, denn... Was will das Keldeo gegen uns tun? So, wir haben Dragon Dance, also ein Cherry Sword. Dragon Dance X und hier ein Keldeo auf dieser Seite. Choice Scarf, dass der Schaden nicht manipuliert wird. So. Die Hydro-Pumpe wird uns nicht one-shotten. Würden wir auf plus 1 die Pokémon one-shotten? Nein. Die Frage ist jetzt, was tun wir? Sollen wir uns setupen oder nicht? Die Frage ist auch, setup sich der Gegner? Also, ja, wir bleiben jetzt eine Runde mal safe in... So, wir werden Dragon Claw. Ich denke, das wird das Beste sein, was wir hier tun können. Der Gegner geht auf Scald und wir machen guten Damage. Das ist das Wichtigste. So. Wir gehen jetzt in Keldeo. In Rot und Morsch, denn wir werden jetzt zwei Attacken tanken und ich hätte früher schon in Keldeo gehen müssen. Das war ein Missplay von mir, muss ich schon sagen. Das war definitiv von mir ein Missplay. Okay, Rotom Scald macht keinen Schaden, perfekt. Und wir werden jetzt einfach mal Vote switchen. Wir bekommen so die Switch Advantage, denn er wird definitiv rauswechseln. Oder auch nicht, er will sein Keldeo verlieren, perfekt. Das ist sehr gut für uns jetzt. So, wir gehen jetzt in unser Quajut, würde ich schon sagen, oder? Oder, wir gehen in unser Lanrus T, vielleicht ist das die beste Wahl, die wir hier treffen können. Ja, ich denke, das wird die beste Wahl sein, was wir hier tun können. Ja, wahrscheinlich. So, der Gegner, was wird der Gegner jetzt tun? Das ist die Frage. Er geht in Charizard. Welches Charizard ist es? Wir gehen auf U-Turn. Es ist ein Schwertanz. LOL. LOL.
So. Wir gehen in unser Greninja und drücken, würde ich mal sagen, Hydropumpe oder Dark Pulse. Dark Pulse, weil wir wollen ja flinchen. Wir flinchen jetzt, habe ich mir gedacht, zu 20% werden jetzt flinchen. Den Flinch brauchen wir, dass wir gewinnen. Sonst sieht es schlecht für uns aus. Sonst, ja, es soll nicht für uns schlecht aussehen, denke ich mir mal. Deshalb gehen wir auf Dark Pulse, denn das, wir können nichts anderes tun eigentlich, oder? Nein. Und, ja, flinchen wir den Gegner. Perfekt. So haben wir es predicted natürlich. Ja, und der geht es dem Magier an. Und welches Magianer-Set ist es, sehen wir schon. Nein. So. Wir gehen jetzt in Rot zum Wash. Hoffentlich triggert jetzt die Bäre, dass uns auf 25% abschlägt. Oder er killt uns. Das war es nicht so gut. Na gut. So. Wir gehen jetzt in unser Glurak. Drücken Flammenblitz. Das macht gegen irgendein Pokémon sehr guten Schaden, würde ich mal sagen. Wird ein Pokémon... Oder drücken wir Erdbeben. Erdbeben reicht auch aus und trifft alles aus, außer das Celesteela. Und er wird sicher nicht in das Celesteela gehen. Ja, habe ich mir schon fast gedacht, dass er nicht in Celesteela jetzt geht. So. In welches Pokémon wird unser Gegner jetzt gehen? Er geht in Shuckle. So, wir werfen den Kalk natürlich an gegen Shuckle. Oh, you sticky webber. Wir sagen jetzt, dass es voll physisch defensiv ist. Und die Drachenglaue, wir sind nicht auf plus 1 leider, wird nicht ausreichen. Also müssen wir auf Flammenblitz gehen, denn Sticky Web oder Tarnstände, das wäre es blöd. So. Okay. Gengar. Mal überlegen. Glurak X brauchen wir für das Celesteela, sonst kommen wir hier nicht durch. Das ist auf jeden Fall so. Dann Lanrus T. Brauchen wir eigentlich am wenigsten. So habe ich das Gefühl. Und Shadow Ball, er 2-Hit KO'd uns auch und er trägt auch noch den Life Orb. Das ist sehr gut zu wissen. So, wir gehen jetzt auf Erdbeben. Warum killt uns der jetzt nicht? Ich verstehe das jetzt nicht. Na gut, dann gehen wir auf Stealth Rock. Automize. Ach, das vergesse ich immer. So, wir gehen auf U-Turn. Heavy Slam, ersten physisch offensive schon wieder. Dann gehen wir jetzt in Katagami. Ich habe das Gefühl, dass jetzt jeder ein physisch offensive spielt. Warum? Wir gehen auf Knockoff, schlagen ihm das Item weg. Wir sind vielleicht so, wir sind sogar noch schneller als das Celesteela mit unserem Warschall, obwohl das auf plus 2 ist, das sehr gut ist. Flame Charge. Flame Charge überleben wir. Erdbeben noch viel besser. Und jetzt gehen wir nochmal auf Knockoff und haben das Celesteela somit besiegt, sind jetzt auf plus 1 und diesen Kampf müssen jetzt auch eigentlich gewonnen haben. Ja, das Glurak stirbt durch die Tarnstände und wir sind schneller als das Gengar. Perfekt, Leute, ich würde mal sagen, wir suchen den nächsten Gegner, wenn wir sehen, auf welcher Ladder wir sind, wenn es updatet. Aber wir können schon mal den nächsten Gegner suchen. Ich glaube, so. Und bei der Ladder, wir sind jetzt bei 1672. Gut zu wissen. So, der nächste Gegner hat ein interessantes Team auf jeden Fall. Ein Sandsturm-Team. Nämlich Lunagrog, nicht die Duskform, interessant. Dann Despota, Tangolos, Brokolos, Knackrag, Sherox. Wahrscheinlich Mega-Sherox, kann ich mir vorstellen. Dann wird er wahrscheinlich mit Brokolos oder Knackrag leaden. Deshalb sollten wir mit... Wir könnten mit Rotom leaden und gleich Tief verbrennen und dann Tief folgen. Das wäre eine Wahl. Oder wir leaden mit Lanrus. Und er mit Tyranitar. Okay. Wir gehen auf Erdbeben. Und wir machen ihm schon sehr guten Schaden. Eisstrahl. Oh, interessant. Wir gehen jetzt nochmal auf Erdbeben. Und er geht in Tangrowth. Ich hatte schon Angst, dass es den Beulenhelm dreht.
so. Wir werden mit der Kevin rauswechseln. Es trägt natürlich den Beulenhelm. Wie soll es denn anders sonst sein? Er geht auf Fuchsblitz. Jetzt bekommen wir aber Switch Advantage. Wir können in unser Glurak gehen und Megan On auf Flammenblitz gehen. Und er geht in Nidoqlunk. Okay. Wir machen guten Schaden. Und jetzt gehen wir einfach mal in Katagami, denn Nidoqlunk kann höchstens die Tarnstellen legen, das uns wirklich Schaden macht. So. Wir gehen jetzt auf Knockoff, um irgendeinem Pokémon das Item abzuschlagen. Und erst Wahlschall. Wow. Mit dem habe ich jetzt eigentlich Sandrush? Lol. Das habe ich jetzt nicht gewusst, dass das Sandrush hat. Ja gut, wir könnten jetzt auf Water Shuriken gehen oder auf Rotom. Das ist die Frage, was besser ist. Wir gehen in Greninja und drücken. Also, der Kampf sieht für uns jetzt eigentlich schlecht aus. Findet ihr jetzt nicht? Wie können wir den Gegner jetzt noch besiegen? Wenn wir auf plus 2 mit Glurak sind, dann können auf plus 3 sogar. Eine Initiative, das wird eigentlich jetzt nicht so oft vorkommen. Deshalb müssten wir eigentlich schon predicten. Deshalb gehe ich auf Dark Pulse. Und da geht sogar ein Tangelos. Wir machen guten Schaden. Mit dem nächsten Dark Pulse können wir das Pokémon rausnehmen. Er geht in Tyranitar, okay. Schade. Wir gehen jetzt in Rotom und er holt die Tarnstellen raus. Das ist jetzt nicht so gut. Wir gehen jetzt einfach auf Defog und er geht auf Stone Edge, die uns okayen Schaden macht. Ich versuche es mit der Hydro-Pompe zu besiegen. Und er geht in Tangolos. Yay. So, wir werden rauswechseln in unser Hooper. Er wird auf Gigasauger gehen. Wir gehen in Hooper. Vielleicht geht er ja auf Erdbeben und das wollen wir nicht riskieren. Er geht sogar in Gigalith jetzt. Okay. Wir haben jetzt die Chance, LZ Fuchsfest rauszuhauen. Und hoffentlich bleibt er mit Gigalith drinnen und können wir es one-shotten trotz Sandsturm, bitte. Nein. Explosion, das ist doch besser, glaube ich. So. Wir gehen jetzt in Greninja und der Gegner. Also Greninja ist unsere. So, wir müssen jetzt predicten, was er geht. Rotom Mosh wäre eigentlich die stabilste Wahl. Könnte man eigentlich schon so sagen. Wir brauchen Mega Glurak. Ich sage auf jeden Fall für das Tangolos und für das Schädelrums. Die beiden Pokémon müssen wir mit Flammenblitz besiegen. Das steht eigentlich schon fest. So, Mega Despotar. Wie können wir Mega Despotar besiegen? Besten. Mit einer Wasserattacke. Water Shuriken. Leute, ich cutte. So Leute, ich habe einen neuen Gegner gefunden. So, er hat Blaze, Fallen, Gyarados, Tapu Bulu, Zapdos, Toxapex und Mew. Ich habe gesehen, dass wir gerade nicht aufgenommen haben. Deshalb ist die erste Runde schon vorbei. Aber er hat mit Toxapex angefangen und wir mit Glurak. Entschuldigung, ich glaube, diese eine Runde ist egal. Hoffe ich zumindest. So, wir gehen auf. Psychokinese macht jeden Pokémon guten Schaden. Und Tapu Bulu, Warum machen wir diesem Pokémon keinen Schaden? Das interessiert mich jetzt schon. Ist es wirklich speziell defensiv? Nein, es ist das Assault West Tapu Bulu. Wie spielt man Assault West Tapu Bulu? Tapu Bulu. Baldiki Attack und auf Level 100? Keine Ahnung. Psychic? Nein, er muss. Er spielt ja Item Assault West. Keine Ahnung. So. Ich sehe nach, wie man Tapu Bulu spielt mit Assault West. Bis gleich. So. Er wird es eigentlich normalerweise spielt man es nicht mit der Steinkante.
Er geht sogar Mew raus. Nice. So. Wir gehen dieses Mal in Rotom raus. Vielleicht ist das Mew ein Zahnsternleger. Kann ich mir vorstellen. Und wir gehen einfach mal in Rotom raus und die folgen. Am Anfang habe ich gesagt, was ich noch nicht aufgenommen habe, ist, dass er keinen Tarnsternleger hat. Höchstens vielleicht spielt er Tarnsterne auf Mew. Denn er hat jetzt Zapdos mit Defog, kann ich mir deshalb vorstellen, was er auch tut, okay. Wir gehen deshalb auf Defog, denn wir spielen ja Rotom mit dem Defog, was uns helfen wird. Ich habe auch in diesem Mal einen Kampf vorher nicht aufgenommen. Das war wirklich ein sehr spannender Kampf, aber den haben wir auch gewonnen. Aber egal. So, Tapu Bulu. So, die Frage ist jetzt, was tun wir? Wir gehen in Glurak wieder. Und der Gegner auf Nature Madness, okay. So, warum bekommen wir keine KP durch Nature Madness, also durch das Grasfeld? Aber die Frage, in welches Pokémon wird unser Gegner gehen? Wir mägen uns und drücken Drachenklaue. Und er geht auf Intoxapex, okay. Wir machen ihm aber noch guten Schaden, der das sich sehen lassen kann natürlich. So, wir könnten jetzt noch mal zweimal Drachenglaue klicken, um es zu besiegen oder uns setupen. Das wäre auch eine Idee. Wer erspielt Toxic Spikes, Recover, Haze wahrscheinlich noch. Kann ich mir gut vorstellen. So. Kann uns nicht vergiften mit Toxin, weil er nur die Toxic Spikes spielt. Deshalb boosten wir uns einmal hoch, gehen jetzt auf Drachenzahn, um den Toxpex zu ca. 60% Schaden zuzufügen, oder? Ja, perfekt. Und Haste habe ich mir schon fast gedacht. Aber ja, das Grasfeld ist jetzt weg. Nice. Und wir können dieses Mal auf Flammenblitz gehen, predicten das Tapu Bulu. Natürlich gehen wir nicht in Tapu Bulu. So, dann gehen wir jetzt nochmal auf Flammenblitz und haben wenigstens jetzt das Toxapex besiegt. Wenigstens das. Ich habe wirklich predicted, dass er in Tapu Bulu reingeht, weil er predicted, dass er jetzt auf Drachenglau geht und dann könnte er safe wieder in sein Toxapex reingehen, weil es ja durch Regenerator 33%, also ein Drittel bei der KP, dazu bekommt. So. In welches Pokémon geht er? Er wird wahrscheinlich ein Mega Gyarados haben, kann ich mir vorstellen. Und er wird auch ein Choice Scarf Coplosio haben. Das wird wahrscheinlich auch der Fall sein, was ich mir vorstellen kann. So. Okay. Und er wird jetzt in... Der Gegner überlegt auf jeden Fall lange. Das muss man ihn schon lassen. So, Zapdos. Er könnte auf Discharge gehen oder das physisch defensive sein. Wir gehen aber auf jeden Fall in Hooper sehen. Wir werden vergiftet. Das habe ich vergessen. So, wir gehen gleich in Rotom. Denn, ja, die Toxic Spikes gehören weg. Die will ich gleich weg, die Foggen, die nerven schon ein bisschen. Ja, wir predikten einfach, dass er auf keine Pflanzenattacke geht. Natürlich geht er jetzt auf eine Pflanzenattacke. Wow. So. Wir gehen jetzt in Charizard einfach und klicken Flare Blitz. Scheiß drauf. Wir klicken jetzt einfach auf Flare Blitz. Warum nicht? Auch wenn es vielleicht in Gyarados geht, wir gehen einfach auf Flare Blitz. Straight forward, würde ich mal sagen. Pyodusei heißt der Gegner, gegen den wir spielen, oder was? So. Was wird er tun? Okay, er überlegt auf jeden Fall. Vielleicht geht er in Gyarados, aber wir gehen safe auf Flare Blitz. Scheiß drauf, würde ich mal sagen. Unsere Antwort, scheiß drauf. Glurak wird in diesem Kampf nicht so wichtig sein. Oh, wir setup uns auf plus 2, würde ich mal sagen. Also, gehen wir jetzt einfach auf Flare Blitz. Und
Wenn er jetzt den Garus gibt, bekommen wir die Schalung, dann können wir auf die Drachenlauer gehen. Hat ja auch etwas. Und dann müssen wir nicht so viel Angst haben vor einem Mega Gyarados. Er geht sogar in Zapdos. Okay. Und wir machen den guten Schaden. So. Wir gehen jetzt nochmal auf Leerblitz, um das Zapdos besiegen zu können. Perfekt. So. Leider verlieren wir jetzt unser Glurak auch. Okay. So. Rotom haben wir auch verloren. Okay. Wir gehen jetzt in unser Katagami. Warum nicht? Und er geht in Tapu Bulu. Wir gehen auf Smart Strike. Ich hoffe, das ist der richtige Play. Und ja, wir werden es nicht overpredicten. Wir werden safe predicten. Ich denke, das wird das Beste sein, was wir hier tun können. Und ich will... Ja, okay, wir sind safe geblieben und wir haben Tapu Bulu besiegt. Perfekt. Und es ist ein wenig laggy, aber ich hoffe, das stört euch nicht. So, Mew. Wir gehen jetzt in Hooper. Ich denke, das ist die richtige Wahl, was wir hier treffen können. Will-O-Wisp funktioniert jetzt nicht. Wir können auf die Finstaura gehen. Aber ich cutte jetzt gleich. So, ich hoffe, dass es nicht mehr laggy ist. So, wir gehen auf Dark Pulse. Wir sind schneller. Können Mew guten Schaden zuzufügen. Er geht auf die Tarnsterne, die uns jetzt eigentlich nicht mehr nerven. Und wir können das Mew somit besiegen oder wechseln aus. Und ein anderes Pokémon bekommt guten Schaden. Aber er sackt jetzt sein Mew. Gut, okay. Der Gegner hat jetzt nur noch Gyarados und Blaze Fallen. So, er wird sich wahrscheinlich denken... Ah, ich gehe auf Drachentanz und negere mich. Aber wir gehen auf All Pumpling Out, auf Z-Fokusschuss, predicten, dass er sich megert. Und, oder er megert sich. Schon ein wenig komisch. Na gut, dann gehen wir auf Dark Pulse jetzt und... Wir gehen auf Focus Blast. Warum nicht? Ich denke, dass er sich jetzt megert und... Natürlich nicht. Wow. So, wir gehen jetzt in unser Gyarados, in unser Lanruf T und gehen auf HP Ice und der Gegner setzt sich der Gegner weiter oder greift er uns an. Ja, wir gehen, wie gesagt, auf HP Ice. Er detenzt sich noch, okay. Ich hoffe, dass wir ihn dann mit Water Shuriken besiegen können. Er wird ja mit Waterfall uns dann Schaden durch den Beutenhelm zufügen, wird er sich. Und ja, er setzt ab sich weiter. Das wird wahrscheinlich sein Vergehen sein. Hoffentlich setzt ab der sich noch einmal weiter, dass wir ihn safe mit Water Shuriken rausnehmen können. Denn er geht auf Sub. LOL. Das habe ich nicht oder durch einen Beulenhelm besiegt er sich selbst, oder? Jawohl. Oh, sehr gut. So, wir können jetzt in Katagami gehen. Wir haben eine höhere Speedbase als Koblosio. Okay, oder? Ja, wir sind Choice Scarf und mit dem Knockoff können wir ihn somit rausnehmen. Und diesen Kampf haben wir 2:0 gewonnen. Sehr gut. Und, jawohl, wir haben 2:0 gewonnen. Unsere Ladder ist jetzt auf. Auf wie viel ist unsere Ladder? Auf 1687, auf jeden Fall sehr gut. Leute, das war's für diesen Part. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis dann, ciao.